Schon am dritten Spieltag hat die Gruppenliga Fulda ein echtes Topspiel zu bieten. Der Tabellenzweite aus Thalau empfängt Spitzenreiter SG Bad Soden und nimmt nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr und dem tollen Start die Euphorie mit in die Begegnung. Dass die Mannschaft von Trainer Gerhard Wiegand ein klares Konzept hat, merken die 400 Zuschauer von Beginn an. Und so dauert es nicht einmal 5 Minuten, bis die Gastgeber zum ersten Mal jubeln dürfen. Nach einem Freistoß von Christian Bohl steht Florian Storch frei im Sodener Strafraum und kann die Kugel aus kurzer Distanz einköpfen. Das 1:0 für den Aufsteiger. Fortan macht Thalau den spielerisch überlegenen Gästen mit viel Disziplin das Leben schwer. In der 29. Minute dann eine Riesenchance für Soden. Nach einem Abschlag von Torhüter Arturo González Garcia erwischt Daniel Roder den Ball nicht, sodass Dimitri Scheller auf der linken Seite durchmarschieren kann. Seine Hereingabe verpasst Tim Mulfinger in der Mitte nur knapp. Auch im zweiten Durchgang hat Bad Soden etwas mehr vom Spiel, muss jedoch bei Thalaus brandgefährlichen Kontern immer wieder aufpassen. So liefern sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Kurz nach dem Wiederanpfiff scheitert erst Tim Mulfinger an Thalaus Torhüter Markus Herber. Dann holt in der 53. Minute Samet Degamensi einen Schuss von Stanislav Cilacci noch von der Linie. Für die Geschichte des Spiels sorgt schließlich Sodens Daniel Keim. Nachdem Daniel Roder Tim Mulfinger von den Beinen geholt hat, gibt es Freistoß für Bad Soden. Während der Unterbrechung kommt Keim ins Spiel, tritt sogleich zum Ausführen des Freistoßes an und trifft gefühlvoll zum 1:0 ins linke obere Eck. Nun drängt Bad Soden mehr und mehr auf die Entscheidung, muss jedoch bei 2 Freistößen von Daniel Roder auch kurz die Luft anhalten. Nach einer spannenden Schlussphase, in der keinem Team mehr das entscheidende Tor gelingt, trennen sich die Spitzenteams unentschieden. Wie gewünscht, wir haben heute ein tolles Gruppenligaspiel gesehen. Ich denke, es war ein Spitzenspiel. Es hätte noch mehr Zuschauer verdient gehabt, das muss man ganz klar sagen. Es war ein hochklassiges Spiel. Wir hatten, denke ich, die besseren Chancen. Arturo González Garcia musste alles zeigen, was er drauf hat. Wir haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Das 1:1 war eine klare Fehlentscheidung. Das hätten wir nie und nimmer einen Freistoß. Das war gar nichts. Der spielt den Ball. Und somit ist es natürlich ein bisschen schade für uns, dass das Engagement der Jungs nicht belohnt wurde. Aber unterm Strich sind wir mit dem 1:1 sehr zufrieden. Und ich denke, damit können wir leben und können weiter drauf aufbauen.